So, und dann gleich wieder reinhauen. So, weil die kann jetzt keine Lieblingszauber mehr wirken. Und wir haben wieder kein Mana. Ach, verdammt. Ich guck mal kurz, ob wir noch andere Sachen haben, die Mana regenerieren. Kleiner Heilungstrank. Geringen Magika. Haben wir 11 Stück von. Gegen Ausdauer, geringen Magika. Ja gut, können wir noch mal einen vergeuden. Sagt der Magika. Haben wir nur einen von? Das ist ja ganz schlimm. So. Und jetzt rüste ich doch mal direkt den Dingens, den alten... Das alte Schwert des Himmelsschmiedenstahls wieder aus. So. Hey! Veräppeln! Veräppeln! Hallo? Objekte! Weil der Zaubertrank ist doch, der Zaubertrank. Dieser Kampf ist doch ganz schön kräftezehrend. Wir haben keinen kleinen... Doch, einen haben wir noch. Ach Mensch, hier war golden, war ja wie am Schnürchen. So, ja, halt's Maul, Alter. Na bitte. Das sind so kleine Rabenviecher. Schluchtwehr-Hexenkopf. Eisgeistzähne und Hexenrabenfedern. Hat ganz gut funktioniert mit dem Zauber. Ist die Hexe wieder weggeploppt? Ich glaub's ja nicht. Steht die jetzt hier wieder gleich vor uns rum? Wie so ein alter... Mahnmal? Nee. Wie so ein alter Mahnmal. Auch voll geiles Deutsch. Wie so ein altes Mahnmal. Aber nee, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Gut. Huiuiuiui. Aber leichte Rüstung haben wir verbessert. Das freut mich natürlich sehr. Da hakt wieder total die Framerate. Das mag ich allerdings nicht so. Was ist denn hier los? Lass mich hoch! Lass mich hoch! Ich will hoch! Ich habe nasse Füße. Hallo? Ach so. Ja, okay, gut. Solange wir wieder rauskommen, ist ja alles in Ordnung. Geht's jetzt raus? Ach, hier geht's raus. Okay. Wie viele Punkte haben wir noch? Noch 2 Schluchtwehrhexen. Ich glaube, das reicht aber jetzt erstmal. Deswegen, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich höre nur Knatschen und Knirschen. Ist die direkt über uns? Nee. Ich glaube, der diese Geräusche gemacht hat, das waren wir. Okay, gut. Ja, nee, schön. Ich habe trotzdem irgendwie scheiße Angst vor den Viechern. Hier haben sie viel Schaden rein. Ach ja, und da ist ein tolles altes Frostbiss-Vieh. Nicht Frostbiss, ihr wisst schon was. So. Okay. Ich finde, die Kombination ist jetzt wirklich ganz, ganz gut gewesen, ein bisschen so in Zerstörung zu leveln. Wir müssen ja bis auf 60 jetzt gerade kommen mal. Was schon einiges ist. Da kommen wir auch nicht so einfach mal eben hin. Haben wir die schon durchsucht? Ja, haben wir schon. Okay. Gut, ich behalte mir mal den Schrei im Hinterkopf. Also ich behalte mir nicht im Hinterkopf, ich erinnere mich dran. Na, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja nichts. Und jetzt, bam. Na, jetzt. Jetzt. Jetzt kommt schon. Jetzt kommt schon. Euer Blut gehört uns, Gefährte. Ja, leck mich doch. Ein Hund. Ein Skiver. Was, leck mich doch. Mann! Dass die Viecher auch immer so unglaublich widerstandsfähig sind, regt einen doch irgendwie schon auf. Müssen wir jetzt auch auf links Funken raus. Ich gehe da mal kurz nochmal in die Objekte. Und nochmal noch einen kleinen Heilungstrank, den wir nicht mehr haben. Ach ja, super. Ach man, das läuft ja jetzt wieder nicht so bombastisch. So, jetzt geht's aber mal wieder ein bisschen hoch daher. In gewissen Abstand waren, dann schlägt ihr auch nicht zu. Dann stolpert ihr uns nur hinterher. Ja, geil. Jetzt hat wieder irgendeinen ollen alten, ach, keine Ahnung was gemacht. Zauber zur Heilung.
Jetzt ist aber genug. Früchtchen. Jetzt sollten wir mal das olle Schwert wieder ausrüsten. Denn jetzt können wir ja hier wieder den hier machen. Na bitte. Geht doch. Mit ein bisschen Taktik und ein bisschen Durchhaltevermögen. Und wieder den alten Grind da rausgeholt. Oh, ist das widerlich. Skiver Schwanz. Ach, toll. Hier ist eine Truhe. Das ist ein ganzes Lager mit Truhen. Ach ja, hier ist ein Zaubertrank der Heilung. Ach schön, aber wenigstens den, den wir gerade eben verbraucht haben, wieder zurückbekommen. Ein Gift. Noch schöner. Ach, wir können ja auch mal Gifte benutzen, fällt mir gerade so ein. Ach, das ist ja voll fein. Und orkische Pfeile. Ach, wunderbar. Und Gold. Und ein Wundertrank des Scharmützlers. Und ein Zwergenstiefel des schwindenden Blitzes. Können wir verkaufen. Finde ich schön. Und Lederarmschienen des schwachen, festen Griffs. Ach. Okay, beidhändiger Angriff verursacht um 15% Erhöhe. Ja, nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt so. Aber nehmen wir trotzdem mal mit. Und Stab des Eisstachels. Ein Eisstachel, der 25 Punkte Frostschaden und auf Gesundheit und Ausdauer verursacht. Tja. Ja, können wir mitnehmen. Also auch nicht, ich meine, den Platz haben wir ja und wir haben jetzt eine Truhe. Heißt, wir können ja allen Scheiß mal ablegen. Und wir haben Weizen. Ach, wunderbar. Was ist da? Leere Weinflasche. Der scheint ja ganz schön zu saufen hier. Ist mal da im Wasser? Da ist gar nichts. Okay. Aber wir sollten immer diesen gewissen Abstand wahren zu den ollen alten Meckerziegen, denn dann greifen die irgendwie nicht so richtig mit ihren Feuerbällen an und sind nicht in der Distanz, um Nahkampfangriffe durchzuführen. Das finde ich sehr praktisch. So, und erstmal nochmal die ganzen alten Pilze pflücken. War hier noch einer? Ja, nee, da ist nur ein Skiver. Schon wieder. Das ist ja wieder das alte Lager. Okay, gut. Geht's hier oben noch irgendwo hin? Nee, das ist auch wieder einfach nur so. Okay, gut. Dann geht's mal zur letzten Schluchtwehrhexe. Die aber doch wirklich nicht so ein Hammer sind. Wir vergolden zwar unsere ganzen Heiltränke. Aber apropos Heiltränke, ich rüste mal eben kurz auf Magie den anderen Zerstörungszauber wieder aus. Weil das hat ja super geklappt, wirklich. Dann mit dem Schwert dann anschließend draufzimmern. Das fand ich ja total praktisch. Ich guck mich hier eben nochmal um. Gibt's hier irgendwo Krams? Nee, hier ist alles leer. Da ist auch keine. Ich gucke jetzt gerade mal nach Pilzen. Da liegt ein halber Zweigling rum. Tja, nee. Schön. Da hinten geht es zur anderen Hexe. Und hier ist nichts. Okay, gut. Dann versuchen wir uns mal in der letzten Hexe. Ich speichere natürlich wieder vorher, wie ihr mich ja kennt. So. Und Fluppi, und wo ist er denn, der ohne Speicherstand? Wir haben auf dem hier gespeichert, glaube ich. Ach ja, der speichert, glaube ich, sowieso nach jedem besiegten Gegner irgendwie neu. Neuerdings. Ist ja auch nett. So. Und jetzt werden wir hier dann keinen Heiltrank vergeuden, glaube ich. Nehme ich mir jetzt einmal mal vor. Ja. So, und jetzt kommen wir auf den gewissen Abstand. Ja, nie, klar. So, jetzt ist die auf ein bisschen Abstand. Damit sie nicht mehr dringend angreift. Aber. Ja, wenn. Oh. Nee, geh da rüber. So. Jetzt wieder hier. Ja, leck mich doch. Jetzt brauchen wir wieder den. Mann. Ja, geil. Hat er nicht wirklich viel gesagt. Hui. Ja. Wie gesagt, ich will jetzt keinen Heiltrank mehr vergeuden. Weil ich keinen Bock darauf habe. Dann mache ich lieber diesen Kampf hier irgendwie x-mal oder so. Also x-mal jetzt nicht. Wenn es jetzt nach dem dritten Mal oder so wieder nicht klappt, dann können wir auch ruhig mal einen Heiltrank anwenden. Aber ich habe nur noch so wenige. Wir sollten wirklich mal auf einen Ersatzheiltrank, also auf ein Ersatzmittel umschalten. Was wir statt Heiltränken vergolden können. So, und jetzt direkt auf die Olle. Ja, komm wieder auf den gewissen Abstand und lass deine Feuerbälle mal stecken. Und deinen Fieber nehmen wir auch decken. So.
bleib mal auf der Distanz. Und das bringt irgendwie gar nichts. Ich hätte doch lieber den anderen Schrei ausrüsten sollen. Schwert des Mitschmiedenstahls. Ich mache jetzt mal die ganze Zeit den aufgeladenen Schlag. Deswegen war das nicht irgendwie ziemlich viel. Habe ich mal so festgestellt gerade eben. Und... Nein! Hui! Puh. So. Ich liebe dieses Fu-Sagen immer. So, und jetzt... Gib ihm doch den letzten... Ah, scheiße. Ja. Geht doch. Ha. Na bitte, ohne Heiltrank. Optional, vernichte die Schlucht der Hexen. Ja, schön. Schlucht der Hexenkopf und Hexenrahmenfeder. Wie immer. Nehmen wir natürlich alles mit, denn man kriegt ja nicht so oft Schlucht der Hexen vor den Kopf geworfen. Ach, und hier ist eine Ziege. Und eine Tragödie in Schwarz. Verzauberung verbessert auf 17. Na toll, brauchen wir überhaupt nicht. Gut. Und was mal hier? Eine Ziege, eine Olle. Ein Ziegenbein. Ja, total geil. Das ist ein Ziegenkopf, auch schön. Trollfett. Ja, findet man nicht alle Tage, insofern nett. Ich guck gerade eben mal. Erstmal den Verzauberer lassen wir natürlich schön da stehen, wo er ist. Gucken wir mal hier, ob hier irgendwas ist. Aber ich glaube, wir haben die anderen Hexenräume gar nicht erkundet. Da gucken wir auch nochmal eben. Da haben wir auch schon wieder ziemlich viel Zeit aufgenommen. Also, da bin ich schon fast wieder versucht, hier nach die Session zu beenden. Aber man müsste ja hier drin eigentlich ziemlich dolle flüstern. Das habe ich ganz vergessen. Denn es ist ja voll gefährlich und so. Hat man ja gesehen. Das ist die falsche Richtung, glaube ich. Da geht es nur wieder raus. Da hinten müssen wir lang, glaube ich. Deswegen, weil hier gibt es sicher noch ziemlich viel, was wir nicht mitgenommen haben. Hoffe ich zumindest. Also ich meine, irgendwas wird es doch hier wenigstens geben. Außer die Schluchtwehrhexe. Die da ein bisschen am Abgammeln ist. Ach, Steinhuscher-Ei. Ja, nee, gut. Ich nehme jetzt einfach jeden Crap mit. Wie gesagt, ich habe eine Kiste, insofern nehme ich keinen Korb mit. Ist denn da in mich gekommen gerade eben? Also, nochmal ins Inventar. Objekte, Waffen, nee, sonstiges. Ein Korb ist sicher keine Waffe. Fackel können wir eigentlich auch mal wegschmeißen. Nicht ausrüsten, wegfallen lassen, bitte. So, und dann gucken wir eben nochmal hier rum. Wo geht's raus? Da geht's raus. Dann sprinten wir mal ein bisschen, denn wir können es ja. Und was war hier? Da war gar nichts. Okay, gut. Müssen wir nochmal hinten reingucken. Ich bin ziemlich sicher, da war auch noch was, was wir nicht gesehen haben. Obwohl, nee, war das nicht der Raum mit dem... Ja, gut, hier könnte theoretisch noch irgendwo was in der Ecke lungern. Will ja nichts verloren haben, aber nee, sieht jetzt eher nicht damit aus. So gut. Schade. Da liegt noch die alte Schluchtwehrhexe. Mann. Aber was mich ärgert, ist, dass wir so unglaublich viele Heiltränke vergoldet haben. Man hat ja gesehen, man kann die Dinger auch ohne Heiltränke besiegen. Also ohne Heiltränke zu vergolden, besiegen, meine ich. Na, jetzt lass mich da hoch. Wo war jetzt der andere Eingang? Hier war doch noch einer. Ich weiß es doch genau. Jetzt hier ist der aus. Ne, da waren wir gerade eben schon. Und da hinten müsste noch einer sein. Nee. Naja, gut. Dann ist es auch wurscht. Dann gehen wir jetzt mal wieder. Ach stimmt, das waren ja nur 4 Eingänge, nicht 5. Ich habe jetzt gerade einen 5. gesucht, aber ist ja auch wurscht. Was ist mal hier so?